Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und wir sind hier in Weißlauf und müssen jetzt mit den Jarl sprechen und das machen wir doch glatt. Und endlich, ja, es war ja schon eine lange Zeit hin, als wir uns das vorgenommen haben, aber es ist ja so interessant, es gibt ja an allen Ecken und Enden irgendwas zu entdecken und irgendwie war das jetzt eine Informationsüberflutung. Und jetzt sind wir hier in der Drachenfeste. Ja, sind wir. Okay. Und da ist eine Maid. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seinen. Die haben alle Wenn die gleichen Stimmen. Wenn ich euch mit meiner Putzerei störe, sagt es einfach und ich gehe. Okay. Dies ist die Drachenfeste. Und ich halte sie so sauber, wie es einem Jahr gebührt, Tag und Nacht. Du bist ja recht dienstbeflissen, ja Mädel, okay. Und wir gehen da mal rauf. Was soll ich sonst machen? Gar nichts? Mein Herr, bitte, dies ist nicht die Zeit für blinden Aktionismus. Ich bin der Ansicht, was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrohof empfängt keine Besucher. Wer ist das? Ich habe Nachrichten von Helling über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Okay, wir folgen dir auf den Fuß. Irilet. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er diese Richtung davonflog. Die Kaiserlichen wollten gerade Ulfric Schumann hinrichten, da griff der Drache an. Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl wenn dieser von Drache sich in den Bergen herumtreibt. Verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht. Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesem Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Okay. Jarl? Wer will das Kleid? Wer ist denn das? Da schimpft irgendwer, wie ein Rohrspatz im Hintergrund. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Weiht sie in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Was hat das mit dem Drachen zu tun? Sagt mir einfach, was ich für euch tun soll. In Ordnung? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was?
Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Abgeschlossen, bringe den Drachenstein in deinen Besitz, bringe den Drachenstein zu Faringar. Oh, meint ihr diesen alten Stein? Hey, wir haben das ja schon mitgenommen. Leute, wir sind da cool drauf, okay? Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Und was ist mit meiner Belohnung? Ich habe euch den Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Aha. Okay. Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Okay. Wir reden noch einmal. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Da gibt's ja einiges. Wir werden da kurz einmal nachfragen. Ein Schüler der Kunst. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Ja, was habt ihr zu verkaufen? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Ah, schauen wir. Was war da? Gewöhnlicher Seelenstein. Oh. Goldener Ring. Großer Seelenstein. Kleiner, schwacher, mächtiger. Und da gibt's schon wieder Roben. Rolle des Chaos. Kreaturen und Personen bis zu 12 greifen 60 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Tunika, ein winziger Seelenstein. Beschworene Streitaxt. Er schafft für 120 Sekunden eine magische Streitaxt. Wird beim Wegstecken gebannt. Aha. Beschworene Schwert. Beständiger Schutz. Aha. Besänftigen. Blitzrune, Eichenhaut, Eisenstachel, beschwört einen Feueratronachen für 60 Sekunden lang an der Stelle, auf die der Zauber zeigt. Feuerblitz, das ist ja die unendliche, Leute, das gehen wir, glaube ich, jetzt kurz einmal nicht durch. Seid ihr der einzige Zauberer im Weißlauf? Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Ich werde die Frostsalze für euch überbringen, okay? Gut. Ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit. Okay, gut. Wo erfahre ich Magie? Ihr seid ein angehender Schüler? Nun, ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Okay, seid ihr Drachen begegnet? Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für derartige Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste, wie es einst Olaf Einauge tat. Das wäre absolut faszinierend. Was sind die Pflichten eines Hofzauberers? Ich will es einfach ausdrücken, damit ihr es auch versteht. Ich berate den Jarl in magischen Dingen. Wenn das Fürstentum einer magischen Bedrohung ausgesetzt ist, ruft man mich, um den Sachverhalt zu erklären und das bestmögliche Vorgehen zu empfehlen. Hoffentlich sind eure Fragen hiermit beantwortet. Lebt wohl. War's das? Okay. Ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los.
In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergesst das nicht. Okay. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und ja, mein Herr. Zu sein. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so geht schnell, es euch nicht schneller gut, als alles, was ich je zuvor seht gesehen etwas habe. Krank aus. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich flog. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Macht mir mit euren dreckigen Stiefeln bloß nicht meinen sauberen Boden Gute schmutzig. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Beschlagene Rüstung der Gesundheit hinzugefügt. Abgeschlossen, sprich mit Jarlenberger. Tritt ihre Letten der Nähe des Geistlichen. Euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Okidoki, Leute. Trifft Irilet in der Nähe des... Was war das jetzt? Trifft Irilet in der Nähe des westlichen Wachturms. Ja, das werden wir machen. Wir werden zuerst aber das Salz bringen, uns ein bisschen ausrüsten und ein bisschen Ordnung ins Inventar bringen. Das ist unser Jarl, ja. Und wir schauen da kurz einmal, wie es da aussieht. Aha, das ist nur fürs Publikum. Und ich springe da kurz mal runter. Ja, und das geht auch ohne weiteres. Da kurz mal reingeschaut auch noch. Und da gibt es ja zum Essen und ohne Ende. Und das ist ja echt cool hier. Okay, Leute. So viel zu diesem Video. Wir schauen da kurz mal nach Weißlauf runter. Bringen einmal das Salz der Alchemistin. Da ist unser Zauberer. Von denen werden wir auch noch einiges lernen. Und ja, machen hier kurz einmal einen Schnitt. Und dann heißt es ja auch, ne, zum Schrein gehen und heilen. Und den Drachen vermöbeln. Okay, Leute. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wir sehen uns dann gleich wieder bei der Alchemistin. Euer Toso. Ciao.